Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr verehrte Frau Bundesministerin, sehr verehrte Frau Senatorin, sehr geehrte Minister, Frau Stange, Herr Willigmann, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Peter Strohschneider, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Magnificenzen, Präsidenten, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie zu uns gekommen sind mit der Jahresversammlung der DFG und möchte Sie auch in diesem Gebäude im Namen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass wir gerade heute Abend hier in dem Festsaal des neuen Leopoldina-Gebäudes sind und ich hoffe, dass es ein anregender Abend wird und ich bin sicher, dass es so sein wird. Ich möchte zunächst den Präsidenten der DFG, lieber Peter Strohschneider, und die Generalsekretärin, liebe Dorothee Zwonek, ansprechen. Ihnen gilt mein erster Dank für die langjährige Zusammenarbeit, die uns verbindet, DFG und Leopoldina, beispielsweise im Rahmen der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, aber auch darüber hinaus. Und es ist vielleicht ein symbolträchtiger Abend, der unsere Kooperation unterstreicht, dass wir heute hier zusammen sind. Herzlichen Dank dafür. Die DFG-Jahresversammlung 2017 ist in gewisser Weise eine Premiere. Damit meine ich, dass erstmals drei Institutionen dabei sind als gemeinsame Gastgeber. Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die Frankischen Stiftungen und die Leopoldina. Ich freue mich, dass Herr Streter und Herr Müller-Balke mit hier sind. Und ich denke, das ist ein sehr schönes Symbol auch für die intensive Zusammenarbeit zwischen den Wissenschaftseinrichtungen in unserer Stadt. Vor zwei Wochen feierte die Martin-Luther-Universität mit einer Festwoche das 200. Jubiläum der Vereinigung von der 1502 gegründeten Leucorea in Wittenberg und der 1694 gegründeten Universität Halle. Dabei wurde klar, wie wichtig die Geschichte der Martin-Luther-Universität immer wieder für die Stadt und für die Region ist und auch für ihr Selbstverständnis. Als Mitgastgeberin der Jahresversammlung der DFG ist die Martin-Luther-Universität in dieser Woche aber auch der Ort, an dem aktuelle Entwicklungen diskutiert werden, in dem die weitere Entwicklung des deutschen und internationalen Wissenschaftssystems diskutiert wird. Die zeitliche Nähe von Festwoche und DFG-Jahresversammlung veranschaulicht, wie eng in Halle Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Wissenschaft miteinander verbunden sind. Sehr geehrter Herr Direktor, lieber Herr Müller-Balke, gestern Abend wurde im Freilinghausen-Saal der Frankischen Stiftung der Kommunikatorpreis 2017 an den Geologen und Klimaforscher Dr. Kröpelin verliehen. Ich bin mir gewiss, dass die Teilnehmer dieser Preisverleihung von der einmaligen Geschichte und Atmosphäre der 1698 gegründeten Frankischen Stiftungen sehr beeindruckt waren. Die Frankischen Stiftungen auch heute ein Ort sozialer Aktivitäten, ein Ort der Bildung und ein Ort der Wissenschaften. Universität, Frankische Stiftung, Leopoldina, das sind nur drei wissenschaftliche Wirkungsstätte hier in Halle. Es kommen hinzu zwei Fraunhofer-Institute, drei Leibniz-Institute, zwei Max-Planck-Institute, eine Max-Planck-Forschungsstelle, die Kulturstiftung des Bundes, ein Helmholtz-Zentrum. Ich könnte noch weiter fortfahren und die Wissenschaftsinstitutionen in der Region aufzählen. Zahlreiche Initiativen sorgen auch für eine Vernetzung dieser wissenschaftlichen Einrichtungen untereinander und mit der Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft in Halle und ganz Sachsen-Anhalt. Als weithin sichtbares Beispiel möchte ich das 2013 gegründete und als DFG-Forschungszentrum geförderte Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung nennen, in dem der Universitätsverbund Halle-Jena-Leipzig, das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und eine Reihe von außeruniversitärer Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten. In diesem Zusammenhang möchte ich auch die drei Humboldt-Professoren erwähnen, die in den letzten drei Jahren an die Universität gegangen sind. Das könnte jedes Jahr so weitergehen, denke ich. Es zeigt aber, wie gut die Institutionen vor Ort zusammenwirken, weil so ein attraktives Angebot zu machen, um hier hochkarätige Wissenschaftler herzubringen, das ist einfach nötig, hier auch zusammenzuarbeiten und zusammenzuwirken. Die Leopoldina selbst, 1652 gegründet,
ist nach einem über 200-jährigen Wanderleben seit 1878 hier in Halle beheimatet. Seit dem Jahre 2008 nimmt sie die Aufgabe einer Nationalakademie wahr, insbesondere bei der Beratung von Politik und Gesellschaft zu wissenschaftlich relevanten Themen in Kooperation mit der Union der Akademien und der Technikakademie Akatech. Darüber hinaus vertritt die Leopoldina Deutschland in internationalen Gremien, in denen Wissenschaftsfragen diskutiert werden, beispielsweise auch im Kontext von G7 und aktuell momentan G20. Mit diesen neuen Aufgaben fühlt sich die Nationale Akademie der Wissenschaften in Halle und Sachsen-Anhalt sehr wohl. Wir danken dem Land, wir danken der Stadt, dass sie uns aufgenommen haben und dass wir so vertrauensvoll zusammenwirken. Ich bin mir gewiss, dass alle Teilnehmer der Jahresversammlung der DFG einen bleibenden Eindruck von der Lebendigkeit und Vielfalt des Wissenschaftsstandorts Halle gewonnen haben und weiter gewinnen werden. In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen anregenden Abend. Dankeschön.